Bakterienalarm bei Lebensmitteln. Der Wert ist um das Dreifache hoch. Das heißt also, die Bakterien explodieren förmlich. Und eine bittere Erkenntnis. Ob wir später dann auch noch so Hunger haben, wenn wir die Würstchen sehen, wie sie sich verändert haben. Wie gefährlich ist Hitze wirklich für unsere Lebensmittel und wie schnell bilden sich in der Sonne Bakterien? Jill und Max testen heute 5 klassische Grillprodukte. Tzatziki, Kartoffelsalat, Barbecue-Soße, Fleisch und Würstchen. Lebensmittelexperte Bernd Stumm überwacht den Test. Alle künftigen Produkte sind eigentlich bei 7 Grad mindestens haltbar. Das heißt also, dieses Produkt soll immer bei 7 Grad gelagert werden. Wenn ich die Temperatur verlasse, fangen Bakterien an zu wachsen. Um den Test nachvollziehbar zu machen und im Laufe des Tages vergleichen zu können, misst unser Experte die Temperatur der Lebensmittel frisch aus dem Kühlschrank. Momentan ist das 7 Grad. Je länger er die Kühlkette einhält, je besser bleibt die Ware erhalten. Wenn wir am See sind, werden wir wiederum einen Wert haben, den ersten und dann nach einer Stunde den zweiten, dritten, vierten. Gerade Getränke wie Softdrinks sind beim Picknick gerne dabei. Hier gibt's der Experte Entwarnung. Durch den hohen Zuckergehalt verderben sie nicht, höchstens der Geschmack bleibt auf der Strecke. Um die Gesundheit aber braucht man sich da nicht zu sorgen. Doch wie sieht es aus bei Kartoffelsalat, Würstchen und Co.? Wir befinden uns bei 27 Grad Außentemperatur am Frühlinger See in Köln. Während wir die Bakterienentwicklung unserer Lebensmittel beobachten, schauen wir bei anderen Grillfreunden, wie es um deren Lebensmittel steht. Das Ergebnis ist erschreckend. Fleisch soll kälter als 7 Grad sein. Schätzt mal, wie viel das Fleisch euer jetzt hat. Vor einer Stunde gekauft. 12? 20,4. 20,4 hat das jetzt schon. Also, der Wert ist um das Dreifache hoch. Das heißt also, die Bakterien explodieren förmlich. Und wenn es noch ein bisschen liegt, ist es für euch eine Gesundheitsgefahr. Und das nach gerade mal einer Stunde. Gesundheitsgefahr bedeutet in dem Fall Magenschmerzen, Sodbrennen, Übelkeit oder Durchfall. Abhilfe schafft eine gute Kühlbox. Diese kann die Temperatur der Lebensmittel über mehrere Stunden aufrechterhalten, ohne die Kühlkette zu unterbrechen. Bestimmte Bakterienstämme verdoppeln sich bei hohen Temperaturen schon im 20-Minuten-Takt. Unsere Lebensmittel sind mittlerweile 2 Stunden der Sonne ausgesetzt. Zeit für die nächste Messung. So, die Temperatur ist jetzt extrem gestiegen. Okay. Unsere Produkte haben jetzt die Umgebungstemperatur angenommen. Ja, die sind jetzt genauso warm wie das Wetter. Wie das Wetter. Deswegen sind wir mal gespannt, wie es sich noch weiterentwickeln wird mit der Zeit. Ob wir später dann auch noch so Hunger haben, wenn wir die Würstchen sehen, wie sie sich verändert haben. Zum Grillen ist darauf zu achten, dass insbesondere die leicht verderblichen wie Fleisch, Fisch, Geflügel zunächst mal die Kühlkette so lange gehalten wird, wie es eben geht. Solange man keine Veränderungen am Aussehen oder Geruch wahrnimmt, kann man diese Lebensmittel nach 2 Stunden noch bedenkenlos essen. Aber wie sieht es nach 3 Stunden aus? Bei der Wurst ist der Wert schon ums 3-4-fache. Aber es wird jetzt langsam grenzwert. Bei dem Kartoffelsalat bin ich auch schon an der Grenze. Sagen wir mal, der 4,5-fache Wert. Man sagt immer, ab dem 5-fachen wird es kriminell. Also wird es langsam gesundheitsgefährdend. Also ich würde mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, ob das Fleisch dann noch gut ist, je nachdem, wie lange ich das in der Sonne lasse. Wie man auch schon sieht, fliegen halt die Fliegen auch überall rum. Fleisch und sogar abgepackte Lebensmittel wie der Kartoffelsalat sind mittlerweile ein idealer Nährboden für eine Vielzahl von Erregern wie Salmonellen, Staphylokokken oder Bazillen. Wer die Lebensmittel jetzt noch isst, kann Magen-Darm-Erkrankungen davontragen. Nur 1 der 5 getesteten Lebensmittel ist nach 5 Stunden in der Sonne noch unbedenklich genießbar. Jetzt sind die Werte auch in der Tat das 5-fache und 6-fache gestiegen. Das, was geblieben ist, der ist am Anfang ein bisschen hochgegangen. Das war der Barbecue-Wert. Das ist ja ein konserviertes Produkt. Der ging auch um das Doppelte hoch, aber ist denn bei dem Status geblieben. Also können wir die Barbecue-Soße ohne weitere Probleme können wir nach Hause nehmen. Alles andere natürlich nicht mehr essen. Ja, weil das wäre jetzt eine echte Gesundheitsgefahr. Mhm. Die Salate ist einfach darauf zu achten, sie mit Konservierungsstoffen, da sind sie länger haltbar. Wir merken uns, 7 Grad ist die perfekte Kühltemperatur für leicht verderbliche Lebensmittel. Vor dem Ausflug die gekauften Produkte direkt vom Kühlschrank in eine Kühlbox oder Kühltasche packen. Am besten Kühlakkus auf die Lebensmittel packen. Weil kalte Luft nach unten sinkt, werden die Lebensmittel so länger gekühlt. Damit Bakterien beim Grillgut keine Chance haben, Fleisch und Würstchen am besten sofort grillen. Dann lässt es sich unbeschadet in der Sonne chillen.